Also guck. Ich will nichts sagen, aber die Werfer sind ja übel schwach. Komm nur noch den einen und dann ist es vorbei. Die Draufgänger sind halt gut. Ist extra dafür gemacht. Ah, okay, da wurde jetzt gebissen, aber wenn die jetzt schnell genug den töten, dann. Ja. Jawohl. Zack. Sehr gut. Alter. Dann nehme ich die mal raus aus dem Wachturm wieder. Und stell hier wieder die Normalbesetzung ein. Sehr gut, Komas. Das lief sehr, sehr gut, lief das jetzt. Wir haben 26 Werwölfe getötet. Reicht doch, oder? Das war stark, ja. Guck mal hier. Mit 10. Ah ja, gute Nacht, Guli. Viel Spaß dir noch. Nacht, Guli. Guck mal hier jetzt, die Festung. Ja, ich komme. Ich hab da jetzt 20 von den Klingetänzer drin. Achso, und ja, dann gib ihm. Dann geben wir jetzt mal den Scarfs Ober 1 auf Mütze. Ich würde nur gerade sagen, dass die Minen hier unten jetzt endlich laufen, nachdem das Sägewerk hier steht. Ja, dann hat es doch einen Unterschied gemacht. Sehr gut. Ja, natürlich. Aber die haben trotzdem alle immer null Bretter. Ich verbrauche die Bretter halt schneller. Die Sägewerke haben wir denn? Wir haben jetzt, glaube ich, schon 6 Sägewerke. Das ist scheißegal. Ich habe lieber mehr als zu wenig. So, ja, und das ist Wahnsinn. Unsere Mine verbrauche das. Die Eisenmine hier, die hat wenigstens 4 Nadelholz auf Vorrat. Die scheint gut zu sein. 3, 4. Okay. Also deine 20 greifen jetzt an. Ja, ich sehe es. Genau. Und lass mir jetzt frei. Wir müssen gegen 2, 4, 6, 8, 10, 12, wenn ich es richtig sehe, kämpfen. Also müsste irgendwo eigentlich da oben in der Ecke scheint auch noch einer zu stehen. Laut Minimap. Da scheint noch einer unterwegs zu sein. Das sehe ich nicht. Da werden mir weiße Punkte angezeigt. Das hier wird nicht das letzte Bollwerk sein. Hier hinten wird vielleicht noch eins sein. Ja, da daneben ist noch eins auf jeden Fall. Ja, ja, aber da hinten, ich glaube, die Grube gehört zu einem anderen Bollwerk noch. Aber meine so, hier sind noch 3, die du kaputt machen musst auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt einfach um das Bollwerk rumcampen soll und dann warte, bis die zurückkommen. Und dann vermöbel ich die. Das ist aber nett, dafür so. Draufklopfen. Hier greift hier unten schon die nächsten an, ja, ne? Ja, das ist okay. Da ist jetzt noch einer, vielleicht, wenn der tot ist. Nee. Da ist noch einer. Hier läuft noch einer rum. Wir legen ja Klingetänzer fleißig nach. Hey, hast du schon? Ja, ich hab jetzt schon 5 verloren. Hast du verloren, ja, 5. Aber es kommen einige nach schon wieder. Ja. Aber es war tatsächlich eine gute Idee, da jetzt doch eine Festung, also eine Garnison hinzubauen, weil mit dem Turm sind wir ja nicht vorwärts gekommen, mit 6 Klingetänzern. Ja, schon nicht durch. Könntest du da in der Nähe von dem Banditenlager einen Turm bauen und dann mal unsere 5 Elite-Soldaten in den Turm setzen, dann kannst du die vielleicht klopfen. Ich muss erst mal gucken, wie der Weg dahin ist. Ja, irgendwo da oben bei der Himbeere darf es halt nicht kaputt machen wahrscheinlich. Bei der Himbeeren, yeah. Bei der Himbeere. Vielleicht kriege ich beide Bollwerke hier oben kaputt. Dass hier mal Platz gibt. Ja, das hier ist immer noch einer. Also das sind die immer zurückkehren hier gerade. Ja, ne? Ja. Die werden wir jetzt nach und nach aber alle erwischen. Aber das sind zu viele beim zweiten. Das sind 2, 4, 6, 8, 10. Mehr, 12. Ja, die, wo jetzt zurückkommen, das sind halt Steinbrecher und Erzkratzer und sowas. Das sind ja, keine, egal, die kämpfen ja trotzdem. Genau, aber es sind keine so starke Soldaten. Wenn der jetzt vielleicht fällt, hast du Glück, dass es weg ist? Ja, da kommt jetzt halt eine Grube. Boah, guck mal, ein Boshafter gibt's hier sogar. Ich glaube, das ist der beste Grubewächter, den es gibt. Das ist der Boss. Ja. Oh ja, der hat uns auch gleich mal vermöbelt. Der vermöbelt ist richtig. Oh ja, der ich habe echt richtig. Das ist einer von der beste, glaube ich, Grubewächter. Oder ja, ist der beste. Es gibt ja, glaube ich, die normale Grubewächter, dann gibt es noch die. Nein, Kriecher. Das sind die normalen. Dann Grubenwächter, dann weiß es nicht mehr und dann der. Es gibt noch der gierige Grubewächter und der boshafte Grubewächter. Und dann gibt es halt noch die Steinbrecher und die Erzkratzer oder wie die heißen. Ja, Erzkratzer. Also die haben dann. Ja, gut.
6 verschiedene Einheiten, glaube ich, wenn ich es richtig gezählt habe. Ja, Steinbrecher hast du ja noch, ne? Genau, Steinbrecher, Erzkratzer, Riecher. Ja gut, deine 20 sind jetzt alle tot, oder? Und dann 3 verschiedene Wächter. Boshafter Wächter, gieriger Wächter, genau, hier ist noch ein gieriger. Und dann gibt es noch die normale. Scheiß Bollwerk, ne? Kann ja wohl nicht sein. Das siehst du auch, der Boshafte hat eine goldene Krone, der Gierige hat eine silberne Krone auf und der normale Wächter, den sehe ich jetzt nicht, der hat, glaube ich, eine bronzene Krone auf. Sind wir jetzt echt alle getötet? Ja. Alter Schwede, tatsächlich. Ich glaube, das Forsthaus kommt gar nicht genug hinterher mit Nachpflanzen, kann das sein? Und wenn du eingestellt hast, sie soll nur die große. Du kannst natürlich nur da Holz pflanzen, wo vorher Bäume standen. Nee, das stimmt nicht. Nicht? Die pflanzen auch da Bäume, wo keine vorher standen, aber die Holzfäller sind schneller als der Förster aktuell. Ja, du hast auch unter Holzfäller nicht eingestellt, dass sie nur die ausgewachsenen Bäume fällen sollen. Ach so. Deswegen rasiere die kleine auch gleich weg. Ah. Stimmt, da war ja was. Da war ja was. Weil ich habe ja hier unten in unserer Basis haben wir auch nur einen Förster, oder? Ja. Und 3 Holzfällerhütte und. Ah ne, da haben wir zwei Förster und 3 Holzfäller und der kommt locker nach. Ja, aber wir brauchten ja wir brauchten ja dringend Holz. Ne? So ist ja. Nicht. Ja, das stimmt. Jetzt geht die zweite Angriffswelle oben gerade in Stellung. Auch wieder 20 Leute? Ja. Mir ganz glaub, aber. 10 sind es, 10, ja, 12. 10. 12 im Zulauf, genau. Gegen genauso viele, auch 10. Ja, und da oben. Aber wo ist denn jetzt noch? Hier ist noch einer, den musst du mal angreifen. Ja, da oben ist noch einer, den greife ich jetzt mal gezielt an. Und dann müsste es das eigentlich hoffentlich gewesen sein. Zumindest ich bin mit dir, dass die gierige Grubewächter und der Elite-Grubewächter da, der Blöde. Die zählen nicht dazu. Nee, dass der uns aber hier ausradiert hat. Ja. Bestimmt. So, der ist tot. Komm. Nee, das ja, kommt schon der neue raus. Das gibt's ja nicht. Der Erzkratzer. Jetzt aber. Na, endlich. Meine Güte, war das jetzt auch nervig, ey. Jetzt Rückzug anrede. Und dann greifen wir das nächste Bollwerk an danach. Wir haben jetzt zumindest die Landesgrenze deutlich zurückgeworfen. Ja, wieder oben. Das heißt, unsere Wächter hier können jetzt wieder Land einnehmen. Jetzt geht's hier mal weiter. Banditenlager. Banditenlager waren nicht Waldläufer. Wir sagen denen hier, das scheint hier irgendwie nicht zu funktionieren. Ich wollte ja eigentlich 5-mal die Kupfermünze austauschen, aber das scheint hier nicht möglich zu sein. Aus Gründen. Das ist, weil hier im Handelslager noch die Spitzhacke drin sind, aber ich kann noch mehrere Dinge im Handelslager drin haben, das kann ich mir doch nicht erzählen. Was, Meerrettiche kannst du im Handelslager? Ja, Meerrettiche. Ich kann noch mehr verschiedene Gegenstände im Handelslager drin haben. Ich habe da jetzt 5 Spitzhacke drin liegen, aber die blockieren mir doch nicht mein Lager, oder? Da passt doch viel mehr rein, die nur 5 Spitzhacke. Ja, die haben hier überall freie Stelle. Ich weiß nicht, warum die Kupfermünzen nicht handeln wollen. Ja, wegen den Meerrettichen wahrscheinlich. Da sind auch keine mehr. Wo sind denn die hin? Ja, die wurde schon gehandelt angeblich. Aber hier steht noch plus 5. Ja, dann Abbruch. Dann hat sich das wohl erledigt. Okay. Dann sagen wir, wir starten mal den Hellebardehandel, weil wir haben schon 8 Hellebarde haben wir mittlerweile hergestellt. 30 Stück müssen wir liefern, das starten wir mal. Oh, wir sind bei Kohle gerade so im Plus. Ja, unser Kohleverbrauch ist Wahnsinn. Aber wenn wir jetzt nach und nach die Gegner vernichten, dann wird auch unser Militär weniger, was wir verbrauchen. Das stimmt. Es pendelt sich jetzt bald ein. Guck mal, Waldläufer haben wir jetzt schon 30 im Überschuss.
Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich mal die Waldläuferproduktion, die stelle ich jetzt mal bestimmt ein. Und Wache haben wir momentan 4 im Überschuss. Da lassen wir mal noch weiterlaufen. Klingetänzer. Ja, die kannst du wieder. Na, das war aber einer unserer Erkunder. Entdecker, der da flüchtet. Also, du hast da gekämpft. Aufgänger haben wir momentan auch genug. Klingetänzer werde ich hier mal nochmal 10 draufsetzen. Warum brauchten wir eigentlich vorhin so viel Stein? Jetzt haben wir auch Stein im Überfluss. Hat halt einen hohen Steinverbrauch durch unsere Landesgrenzerweiterung. Aber du müsstest auf deiner Seite halt auch nochmal Türme bauen. Ich bin fast durch hier, ja. Was muss ich bauen? Neue Türme bauen halt. Ja, den baue ich dann hier, wenn er soweit ist. Lass du erstmal ein bisschen erweitern. Okay. War kein Stress. Der Turm hier ist gut. Das hier drüben läuft auch. Ja, hier Schemen, ne? Ja, ja, da müssen wir demnächst. Kommen die übers Wasser? Ne, übers Wasser kommen die, glaube ich, nicht. Apropos Wasser. Wir haben Fische hier. Raus. Fische, oh, ganz viele Fische. Uiuiui. Ja, Angeln haben wir keine mehr. Magst du zwei in auf? Nee, warte mal, drei brauchen eine, ne? Ja, genau. Ich gebe mal 6 Angeln in Auftrag. Ich könnte hier mehrere Fischer bauen, ne? Das ist krass. Ja, also 2 kann ich mal machen. Ich weiß nicht, ob wir... Lass mich mal kurz in unsere... Nee, der Marktstand ist komplett voll mit Heringe und komplett voll mit Forelle. Wir brauchen keine Fische mehr. Du bist doch immer so mit Überfluss und so weiter. Ja, ist voll. Aber Hering, guck mal, Hering sind 46 reserviert, nur 2 verfügbar. Auch hier war, glaube ich, Salzwasser, ne? Guck mal, ja. Wir haben an Salzwasser haben wir keine Fische. Ich guck mal, ob ich Salzwasser irgendwo noch eine herstelle. Aber unser Heringshändler ist komplett voll, da passt nichts mehr rein. Ja, sind aber trotzdem nur 46 reserviert und 2 verfügbar. Ach so, wahrscheinlich, warte mal, wird unser Provianthersteller. Genau. Aber der hat auch alles auch voll. Nahrungstechnisch stehe wir echt gut da aktuell. Was wir gar nichts haben, sind Steinpilze. Die habe ich hier unten. Der Stand ist tatsächlich, unser Steinpilzstand ist leer. Sammeln wir denn überhaupt Steinpilze? Plus 5 steht da dran. Also ja, aber irgendwo halt nur in geringem. Und unsere Beeren, die sind gut. Da haben wir nur 4, aber da steht plus 20 dran. Also das sieht stark aus. Mit was sammelst du denn Steinpilze? Mit dem Sammler. Sammelst? Ja, und nicht mit der Sammlerhütte. Sammlerhütte kann Steinpilze sammeln. Ach da, Steinpilze. Ja. Also das bräuchten wir noch. Das fehlt uns tatsächlich. Dann mache ich hier mal Pilzmittel Island, hier Pilz Island raus. Genau, Pilz Island. Da unten gab es noch welche. Ja, genau, sehr schön. Steinpilze da unten sammeln. Auch denn der Sammler ein spezielles Werkzeug? Ja. Was? Moment. Nee, Moment, das ist ein Hammer. Nee, doch nicht. Also, zumindest steht es jetzt. Aktuell wird es mir nicht angezeigt. Okay. Warte, vielleicht hier. Ja, Sichel. Sicheln, also 6 Sichel. Ja, das haben wir aktuell nur 2. Aber ich werde Sichel nachlegen. Ich greife mal mit der nächsten Ladung Klingetänzer an. Oh, Wahnsinn, guck dir das Bollwerk an. Du hast recht, wenn da nur noch eins übrig ist, dann produziere die Scarves, das ist kracht. Ja, vor allem hier oben sind ja auch noch mal welche. Also ich. Ja, ich glaube, die bauen aber auch die Erze da gerade ziemlich gut ab. Die sind vorher an die Erzadern hier nicht rangekommen. Weil es die andere Scarves hatte. Das kann sein, ja. Greif mal an. Was macht unser Tagebau, unser großer? Das sieht auch gut aus. Oh ja, das sieht sehr gut aus. Super, wir haben hier alles. Sehr schön. Was ist da drin? Alter, sind das viele.
Ja, hier oben liegt auch richtig schön Rohstoffe wieder, die wir dann beschlagnahmen können. Also es lohnt sich richtig, die Türme kaputt zu hauen. Guck mal, wie viel Kohle da drin ist. Wahnsinn. Ja. Und wir spielen ja auf moderater Schwierigkeit. Was glaubst du, wenn wir die hier mal auf aggressiv gestellt hätten? Dann hättest du vielleicht nicht so viele tausende Banditenlager eingestellt oder einstellen sollen. Ich habe halt von allem viel eingestellt. Ich fand es gut. Ja, eben. Aber ich finde das gut. Das wäre doch langweilig sonst. Ja, das ist richtig. Auch vielleicht ein bisschen weniger, dafür stärker. Ich weiß nicht, was stärker bedeutet beim Moderat. Sind die denn, haben die mehr HP? Sind das einfach nur Anzahl mehr? Was ist da der Unterschied? Ja, oh, das ist eine gute Frage. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist Anzahl einfach mehr. Ist. Also ja, du hast dich gut dezimiert. Also ich habe nur noch zwei hier in den inneren Umkreis. Die du oh nee, da ist wieder ein Bollwerk. Ja, aber ich, ja, das ist nicht, hab ich doch gesagt, das ist nicht das letzte. Ich meine, dass ich auch gelesen habe, dass die Bollwerke neu errichten. Ja, das tun sie. So, jetzt hast du nur noch den da eigentlich. Genau, ja, ist kaputt. Dass wenn die, genau, wenn die tatsächlich solche Rohstoffe voll habe, so Bollwerk nahezu voll ist, dann stellt die einfach in der Nähe wieder ein. Mach mal Angriff weiter da. Wir gucken, ob da noch mehr ist. Ich weiß gar nicht, ob ich bis da hoch komme. Aber es ist bald Kartenende, ne? Was, bis da hoch kommst? Achso. Nee. Das wird zu eng. Ich komme an die Grenze, hier komme ich noch hin, aber weiter geht's nicht. Okay. Brauchen wir eine neue Festung später. Guck mal, das Bollwerk ist auch komplett voll mit Rohstoffe. Das hat bestimmt der Ober angefangen, das war bestimmt das Erste. Weil die Bollwerke, die wir vorhin am Anfang zerstört haben, die hatte überhaupt keine Rohstoffe drin. Also jetzt geht das mit den Kohlen aber richtig ab hier, meine Herren. Den Kohlen. Ja. Kohleader entdeckt. Ja, mit den Kohlen. Ist immer wieder bei dir, entdeckt das immer wieder neu oder was? Wir haben da überall die Grube dann, wo sie ihre Rohstoffe abbauen hier. Oh, wir haben Kohle, endlich sind wir im Plus, Wolfi. Wir sind endlich im Plus mit der Kohle. Angriff ist und, abgebrochen. Und auch bald am Ende angelangt, ne? Ja, tatsächlich. Ich hätte gedacht, was wollen wir denn machen? Wollen wir denn nochmal einen Stream machen? Wollen wir das jetzt bis zum Ende spielen? Nö, wir machen nochmal einen Stream. Das läuft doch so gut. Ja, da wird er vielleicht ein bisschen kürzer oder so. Mal gucken. Ja, müssen wir mal schauen. Aber das ist ja nicht schlimm. Ja, wer weiß. Also wir müssen ja immer noch die Ziele für das rote Volk erreichen und da stehen wir momentan nicht so besonders da. Ach, ist egal. Die erobern wir einfach. Genau. Ja, wenn es gehen würde, das wäre cool. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir Abmod. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, sowohl auf YouTube als auch auf Twitch. Ist denn noch jemand zum Raiden da? Ich glaube nicht, ne? Nicht wirklich. Also keinen, den wir kennen, so wirklich. Lass mich mal noch schön was gucken, Koma. Ich dachte, es gibt noch ein Gebäude, was wir nicht gebaut haben. Ich meine, es gab ein Gebäude, was wir... Ich meine, ja, ich habe gesehen, dass ein neues Gebäude ein Leuchtturm war. Sowas wie eine Stadt, das ja, habe ich nicht gelesen. In dem sowas wie eine Stadtbibliothek drin ist oder sowas, aber ich habe davon noch. Das oder ist das ein neues Ziel, oder ist das ein neues Gebäude, was immer mal wieder auf der Karte erscheint, was man als Ziel hat? Das ist als Ziel, das ist, was du meinst, ist hier quasi diese kuriosen Bazaars, diese mystischen Sachen. Dass das da neu dazu kam, dann sozusagen. Richtig, genau. Was ich sagen wollte ist, besucht unseren Discord, Link ist in der Videobeschreibung, wir haben auch einen Podcast auf Spotify, alles Much oder was. Und wir könnten zu Höllentor rüberschalten, wenn wir wollen. Gerne. Ansonsten... ach so, verdammt, jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Ich glaube, ich könnte schon wieder bald neue Turm bauen. Och, das Bein ist auf Pagonia, da könnte ich mich Stunden drin verlieren, hey.
Das ist richtig. Ist so. Das Schlimme ist, wenn man drüber nachdenkt, ist so traurig, dass die Siedler das alles verkackt haben. Raid geht los in 5 Sekunden. 3, 2. Tschüss, gute Nacht. Ciao, gute Nacht miteinander. Und dann verabschieden wir uns auch mal für unsere YouTube-Zuschauer. Genau. Da bedanke ich mich auch fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert rein, schaut auf unserem Discord mal vorbei, wenn ihr mitmachen wollt. Wir spielen ja alles Mögliche mittlerweile, da wir unsere Community wächst in letzter Zeit auch schön. Deswegen spielen wir mittlerweile alles. Das reicht von League of Legends bis gut Farming Simulator, haben wir schon immer gespielt. Ja, genau. Aber auch mittlerweile solche Sachen wie War Thunder und Euro Truck Simulator und SnowRunner. Wir spielen alles Mögliche. Schaut mal vorbei, wenn ihr Interesse habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Genau. Bis dann. Ciao.